So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay von Company of Heroes 2. Heute mit CFS Sturmfussel und im CFS Hotch. Genau. Wir haben uns einfach mal heute Abend zu später Stunde gedacht, um 23.52 Uhr, hey, wir probieren doch mal die Kriegsschauplatz-Koop-Mission von Company of Heroes 2 aus. Das Ganze läuft wie folgt ab, oder Aufgabe unseres, oder ich sag mal, unser Ziel ist es an der ganzen Stelle hier, die Siegmarken, die wir hier auf der Karte haben, einmal hier zu sehen, da zu sehen und hier zu sehen, diese zu halten und das Ganze für also 4 Tage und 4 Nächte oder 3 Tage und 3 Nächte. Ja, irgendwie sowas. Genau. Ich werde in der Zwischenzeit meinen Kommandanten auswählen, wie vorhin auch besprochen. Der Hodge und ich haben das vorweg schon mal so leicht angezockt und mal geguckt, wie sich das Ganze hier verhält. Und dabei sind wir auf den Punkt gekommen, wir sollten auf keinen Fall die Siegmarken verlieren, denn wenn wir das tun, verlieren wir sehr schnell. Genau, verlieren wir sehr schnell, da uns 150 Punkte aberkannt werden innerhalb kürzester Zeit. Also das heißt, 150 Punkte pro, was war das, Minute, glaube ich, ne? Pro Minute, exakt, ja. Genau. Also 150 Punkte pro Minute ist sehr, sehr, sehr unvorteilhaft. Das können wir uns natürlich nicht leisten und dementsprechend wollen wir das Ganze diesmal vermeiden und stoßen ein bisschen anders vor als eben gerade. Eben gerade haben wir uns eher auf die unteren Siegmarken konzentriert, was natürlich fatal war, denn die oberste Siegmarke, wo der Hotch jetzt gerade schon steht, ist uns dadurch verloren gegangen und wir hatten dann leider Gottes diese Siegmarke nicht mehr und haben halt 150 Punkte pro Minute verloren. Ja, was gibt es zu sagen? Genau, wir werden euch weiterhin mit leckeren Kriegsschauplatz-Videos füttern, die wir live spielen werden, um euch das Ganze einfach mal vorzustellen, für die, die es auch noch nicht kennen, für die, die es kennen, aber Spaß einfach dran haben, sich das Spiel anzugucken. Ja, wir sind einfach dran und haben auch Spaß an der Freude, sag ich mal, dem Ganzen so nachzukommen. So, wie ihr sehen könnt, ich verliere jetzt gerade diesen rechten Sektor hier. Das Ganze habe ich jetzt gerade mal korrigiert mit meinem kleinen T-70, dass ich den Sektor nicht verliere und dass der Feind ihn auch nicht bekommt. Dementsprechend bleibt der Gleichstand stehen. Und im Hintergrund rückt meine Infanterie nach, um den Sektor zurückzuerobern. Selbiges macht Hodge aktuell in der linken Hälfte der Karte. Du solltest aber, weil, wie gesagt, der Gegner kann auch, haben wir vorhin auch festgestellt, von jeder beliebigen Stelle der Karte aus Infanterie erobern, da Sicherungspunkte hinsetzen. Genau. Also wir, genau, also wir dürfen uns nicht nur vorne alleine auf diesen Punkt konzentrieren, auch wenn hier in der linken Bildschirmkarte ist, kann man hier ein bisschen besser sehen. Das hier ist eigentlich der Bereich des Gegners. Eigentlich kann er im Normalfall nur in diesen Bereichen Infanterie aus der Karte beordern oder von außerhalb der Karte beordern. In dem Fall war es so, wie wir festgestellt haben, der Gegner kann aus allen Bereichen ringsrum um uns rum, so ziemlich, außer in unserer Basis, glaube ich, kann er Infanterie ordern und genau, diese auch dann uns entgegenbringen, setzen, wie auch immer. So, ich werde jetzt hier nochmal eine Sprengladung hinsetzen, dient ganz einfach dazu, um zu verhindern, wenn der Feind doch dennoch unseren Reparaturspot hier kriegen sollte, dass wir diesen dann auch in die Luft jagen können. So wie ich das sehe, hat der Hodge auf der linken Hälfte von unglaublich viel Spaß. Unglaublich viel Spaß, ganz genau. Und ich sehe gerade, dein Panzer ist Geschichte. Nein, noch nicht, aber ich komme schnell mit einer Pack. Ich rutsche gerade rüber. Ja, ich komme auch von unten gerade mit einer Pack hoch. Sehr gut. So, das heißt, hier unten steht mein T-34. Oh, 3 Stucks. 3 Stucks. 4 Stucks. Ja, dann zieh mal dein T-34 ein bisschen weiter zurück. Und ich werde mal, warte mal, ich glaube, ich werde noch mal eine beordern einfach mal. Die CIS-3. Doof natürlich jetzt nur, dass mir Infanterie gerade entgegenläuft und mich daran hindert, die Panzer zu vernichten, da ich gerade nichts am Start habe, womit ich diese, Infanterie beseitigen kann. Gut, die Idee mit meiner Packe und so, das schieben wir mal nach hinten weg, ne? Weil ich muss da gerade mal weg. Ja, ja, nur die Ruhe. Falls ich da noch wegkomme, ich bezweifle jetzt gerade, weil so wie das aussieht, nein. Ich glaube, ich werde jetzt eiskalt gerade angegriffen. Aber gut. Ich ziehe von hinten schon eine CIS nach. Die werde ich auch in die Mitte rein beordern. Was habe ich denn hier noch stehen? Ach, das sind meine Pioniere, die gerade zurücklaufen.
Ja, also ich würde sagen, wir halten aktuell noch eisern. Doch. Wollte ich gerade sagen, noch eisern. Also es sah vorhin ähnlich aus, bis zur zweiten Hälfte des Spiels. Und dann ging das ruckzuck zurück. Hotsch, du kannst übrigens, auch wenn das jetzt vielleicht eine schlechte Idee ist, aber diesen T34, fahr ihn ganz kurz in die Mitte Ich rein. habe Pios schon direkt dahinter, die gerade auf dem Weg sind. Ah, okay, gut. Ah, Und und noch ein KW-1 in Produktion. ich habe jetzt gerade festgestellt, die Panzer kamen von rechter Seite der Karte raus. Und dementsprechend, ja, flankiert er mich gerade. Ich weiß ja nicht, was mein Im Kabel. Übrigen bin ich jetzt auf die IS-2-Taktik gegangen, weil ich die irgendwie als sinnvoller empfunden habe, mit einem dicken, fetten, schweren Panzer vorzurücken. Ja, jetzt muss ich bloß mal gerade. Weißt du, die Sache ist jetzt gerade die, ich sollte mir gerade ernsthaft überlegen, ob ich nicht noch zusätzliche Packs überall mir hier hinstelle, weil mit was der an Panzern alles kommt, empfinde ich gerade schon als enorm. Durchaus, ja doch. Und ich weiß nicht, was meine Pack da macht, warum die nicht das Ding abstellt und einfach schießt. Aber ich glaube, die brauchen wohl so eine kleine Sondereinladung. Oh, ein zerstörtes Hauptgeschütz bei dem Panzer 4, das ist doch schon mal sehr positiv. Ja, Hotch auf der linken Seite, quasi auch mitten im Kampfgeschehen, so wie ich gerade. Ich muss hier bloß gerade ein bisschen drauf aufpassen, dass hier nichts schief geht. Und ich werde mir jetzt noch einen T34 produzieren, den ich noch zusätzlich mir hier oben hinstelle, denn ich habe das dumme oder mich beschleicht das dumme Gefühl, dass mein KW-1 mit meinen beiden kleinen T-70 und meine eine Pack nicht ausreichen werden. Und zumal ich gerade feststelle, ich sollte vielleicht noch etwas gegen Infanterie tun. Gut, kann ja der T-34 von der Sache haben. Hotch, kommst du klar auf der linken Seite? Bisher sieht es relativ gut aus. Okay. Achtung, da Aber wie vorne das so steht noch mal ist. eine Stuck. Die feuert gerade auf den T-70. Ganz, ganz vorne. Dass du das vielleicht ein Stückchen zurücknimmst. Den T-70, man muss ihn ja nicht unbedingt verlieren. Mir fällt gerade auf, der kann ja jetzt. Ah, und ich krieg schon wieder von Was denn? hinten Besuch. Oh, und der hat Flammenwerfer, das ist super. Das ist Mobbing, was der gerade macht. Ja, das, wie gesagt, mich beschleicht ja auch gerade ein ganz, ganz dummes Gefühl, weil der kommt irgendwie jetzt hier aus allen Sektoren, kommt der mir jetzt hier entgegengefahren. Und ich stelle gerade immer noch nicht so ganz fest, warum, wieso, weshalb. Und ich muss hier verdammt aufpassen, wie meine, in welche Richtung meine Einheiten justiert sind, da ich sonst tatsächlich Gefahr laufe, Heckpanzerung, also, dass der von hinten beschossen wird. Was ich eigentlich vermeiden möchte. Gut. Hier hinten hat er es noch nicht gewagt, die Siegmarke anzugreifen. Das wagt er jetzt gerade. Aber was er nicht weiß, da steht ein T-34 und der lässt sich leider vom Feuer recht wenig beeinflussen oder beeindrucken. Gut, wir lassen ihn jetzt einfach mal da stehen. Diesen Sektor möchte ich jetzt gerade ungern verlieren. Es gefällt mir gerade gar nicht, dass ich ihn verloren habe. Das heißt, ich darf da wieder mich um Infanterie Oh, kümmern, wenn ich ich da von habe hinten nachziehe. Brandartillerie zur Verfügung, zur Not. So, was nehmen wir denn? Wollen wir diesmal, also wenn du die schweren Panzer nimmst, ne, würde Ja. ich einfach mal zwei T-34 anfordern. Okay. Weil Also ich. T-34 sind für die Infanterie doch ein bisschen besser, denke ich. Das ist so. Und dann werde ich die jetzt noch zusätzlich mir hier an die Front stellen. Und hier macht der T-34 sein Übriges und meine Pios, die könnte ich auch. Warte mal, nee, das sind die Pios, die sich gerade aufgeladen haben. Okay. So, Diesen so Sektor und werde ich da nochmal reparieren. zurückerobern. Wir sollten vielleicht nochmal diesen Sektor gleich schnellstmöglich wieder einnehmen. Ich hole mir jetzt gerade noch einen Half-Track nach vorne, dass ich meine Infanterie wieder auffrischen kann. So, ich habe meine Infanterie jetzt gerade auf dem Weg darunter zu dem Sektor. Okay, weil. Meinst? Wo ist denn jetzt mein Half-Track hier? Der müsste doch hier irgendwo rausgefahren kommen. Hallo? Er bleibt weg. Okay. Oh, du hast auch so ziemlich alles da oben verloren. Ich mache dir jetzt mal Brandartillerie hin auf den. Schade, ich hatte gedacht, ja, mit der Zündung reicht's, aber. Ja, ich bin gerade mit meinen Pionieren auf dem Weg dorthin. Beziehungsweise ich warte jetzt hier mit meinem Half-Track. Gut, wenn du das machst, dann kann ich ja in die Mitte normalerweise fahren. Ich sollte mir da bloß vielleicht ein T-34 noch hinstellen. Zusätzlich. Was habe ich denn jetzt hier oben? Ich habe hier oben jetzt zwei T-70, ein KW-1 und. 2 T34. Okay, die müssen da stehen bleiben, das steht fest. Brauchen auf jeden Fall mehr Sprit. Mehr Sprit brauchst du? Yep.
Guck mal hier, guck, hast du was in deinem Lager stehen, Infanterie? Nee, wa? Aber warte mal. Hast du die Zielposition gerade eingenommen? Ja. Kann ich nur in deiner Basis abwerfen. Guck mal in deine Basis, werf dir da mal ein schönes Care-Paket hin. Jo, danke schön. Wenn der dann ankommt, das ist das. Ja, ich habe jetzt gerade ein kleines Problem. Tut mir mal die Fein, kreit euch doch mal diese Cis hier. Und Oh, wo kommen die denn schon wieder her? richtet euch mal bitte danach aus. Röhrchen. So. Gut, dieser Sektor gehört wieder mir. Die Jungs werde ich mal mit in die Mitte nehmen. Ich habe das Gefühl, ich verliere jetzt gleich die Panzer, die oben sind. Oder den einen, der da noch übrig ist. Kann allerdings hier nicht weg. Also die untere Siegmarke ist eigentlich gerade ziemlich gut abgesichert. Ja, ich sehe es gerade. Die rechte obere Skat super abgesichert und meine Siegmarke rechts unten ebenfalls. Ich werde Einheiten jetzt hier noch zusätzlich in die Mitte reinstellen, dass wir da das Schlachtfeld ein bisschen das Sichtfeld vergrößern können. Dementsprechend sollten wir im Normalfall sehen, wenn hier was durchflitzt. Sollten im Normalfall, Ja, sollten. Also Betonung liegt da tatsächlich auf sollten. So, jetzt werde ich mir die Pack auch nochmal greifen. Was kommt da an? Ach, da kommen meine Pioniere an, die ich jetzt eigentlich gar nicht mehr brauche. oh, an dieser Stelle kommen die Mörser des Gegners ins Spiel. Sehr schön. Okay, da steht eine Stuck. Die werden wir doch auch nochmal schnell angreifen. Ich hoffe, mein T34 macht jetzt mal ein RAM-Manöver dahin, wo ich sie haben will. Ja. Sag mal, warum kann er das nicht sehen hier? Ich glaube, ein T34 ist gegen Stuck sinnvoll oder nicht sinnvoll? Ich werde jetzt einfach mal die Stuck umfahren, weil mein Turm kann sich ja glücklicherweise drehen. Und die Stuck muss ich komplett mitdrehen. Und kaputt. Tut mir jetzt überhaupt nicht leid. Das kann ich voll und ganz nachvollziehen. So, dann werden wir meine Pioniere hier nehmen. Die können dann gleich mal den T34 reparieren. Das ist nächsten Mal. Warum habe ich diesen Sektor da drüben schon wieder verloren? Kaum habe ich den T34 da drüben abgezogen, habe ich diesen Sektor schon verloren gehabt. Ach, dann werde ich jetzt mal wieder mit Panzereinheiten da mal rüberflitzen. Also aktuell sieht es ja recht gut aus. Also unsere Siegmarken halten wir ja. Oh, ich sehe gerade vorne, hast du gerade ein Problem oder nicht? Warte Ja, mal. relativ. Na, ja, ich sehe es gerade. Es ist. Es geht. Das sage ich mir auch. Gut. Den T34 lasse ich hier auf jeden Fall stehen. Ich weiß ja nicht, wenn wir Tag 2 geschafft haben, was ja gleich der Fall ist, sollten wir vielleicht wieder, also bekommen wir vielleicht wieder was zum Ordern. Und die nächsten Einheiten, die ich ordern kann, werde ich zu dir nach vorn schicken. Benötigt muss im Territorium sein. Ah ja, weil ich diesen Sektor verloren habe. Das sollte ich dann vielleicht mal. Was kommt? Was schießt denn hier hinten? Oh Gott! So, ihr dreht euch Oh, mal bitte ich dahin und die kümmern sich da. brauche noch ganz wenig Treibstoff, dann habe ich mein IS-2. IS-2 könnten wir was reißen. Ja, ich habe jetzt ein little bit Problem in der Mitte. Ich weiß nicht, was meine Pack da macht, wenn ich ihr eigentlich sage, sie soll einfach nur auf diesen verdammten Panzer schießen. Nein, fährt sie direkt vor dem Panzer am liebsten hin. Wie ich das hasse. Jetzt kann sie komischerweise schießen. Seltsam. So, der Panzer ist Schrott. Die Mitte habe ich halten können. Was kommt denn da noch? Da können wir den beordern. Okay. Au. Ich sehe, ich habe etwas verloren, was ich brauche. Ich bräuchte hier oben, könnte ich echt noch einen Half-Track gebrauchen. Oh, 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 oh. Ich muss mal ganz schnell meine T34 hier abziehen und meine T70. Ich hoffe, dass das jetzt kein denkbar schlechter Zeitpunkt ist. Was steht jetzt Okay, mein ich kann kein AW1? IS-2 anfordern, weil dieser ist im Jahr 1941 noch nicht verfügbar. Ah, okay. Stimmt, der kam ja erst, glaube ich. Also wenn ich mich jetzt Dann brauche ich nicht mir alles meinen. täuscht, 1943, glaube ich, haben die Ja, russischen relativ Alliierten. spät, ich sag's mal so. Genau, also auf jeden Fall so in diesem Bereich haben die russischen Alliierten dann agiert. So, wo stehen die hier? Die haben das repariert. Haben die das final repariert? Ja. Wenn ja, dann könnt ihr mal bitte hier runter und hier unten nochmal bitte supporten. Ich habe diesen Sektor auch verloren. Warum zur Hölle habe ich diesen Sektor verloren? Ich Weil sollte. die
eine Fähigkeit haben. Wie heißt das denn? Stuka zu Fuß, nee, nicht Stuka zu Fuß, sondern Stuka-Angriff. Und dann fliegen die Teile sehr brutal einfach von oben nach unten. Machen unglaublich viel Damage. Ja, Problem ist nur, ich muss das jetzt ganz, 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 ganz schnell zurückerobern, da wir sonst wieder unsere Punkte verlieren. Das ist klar. So, ist gerade ein bisschen doof, gefällt mir überhaupt nicht. Fein, ich muss hier Infanterie von links nach rechts schicken und von rechts nach links. Die Laufwege sind einfach zu lang. Was machen die denn hier? Nein, 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 nein. Er hat meine... Es könnte sein, dass jetzt gleich meine rechte Flanke zusammenfällt. Ich bitte dies zu entschuldigen. Ja, ich habe hier auch schon so einige Probleme mittlerweile. Jetzt rücke ich mit den beiden Panzern hier vor, weil die können dann da weg. Ah ja, mach mal ganz ruhig. Wollte ich gerade sagen, das ist aber auch ein Schwarzmaler. Hast du die Vorräte eigentlich in deiner Basis gefunden gehabt, oder? Die wen? Die Vorräte, die ich hier geschickt hatte. Achso, ja, selbstverständlich. Sehr gut. Also der beordert hier einen Panzer nach dem anderen raus. So. Oh, ich kann nur noch die nehmen, gut. Ja gut, dann nehmen wir schwere Verstärkung diesmal. Mal ganz ehrlich, ist auch das Mindeste, was die machen können. So, und zwei davon, Steuerung 1, hopp, nach hier. Einer, also einen großen Vorteil muss man den Russen lassen. Selbst diese 0815 Rekruten-Infanterietrupps sind dazu in der Lage, Fahrzeuge zu reparieren. Mhm. So, an dieser Stelle habe ich jetzt drei Einsatztrupps für... Halt ich werde gleich, glaube ich, meine Panzer hier verlieren, sofern nicht in irgendeiner Art und Weise gleich die Unterstützung von hinten ranrollt hier. Und die, ziehe ich jetzt auch nochmal schnell zurück hier. Das haben wir da. So, ihr fahrt mal schön zurück. Jawohl. Und jetzt müssten eigentlich... Das müsste eigentlich von der Sache her, also ganz ehrlich, das müsste ausreichen. Wenn das nicht ausreicht, bei allem Respekt, aber dann bin ich mir meiner Sache hier ganz und gar nicht mehr sicher. So, die lasse ich jetzt mal dastehen. Sektoren sind alle noch miteinander verbunden. Hier wird fleißig repariert. Vorbildlichst. Sehr gut. Und die Siegmarke vorne ist auch gleich wieder unsere, sehe ich das richtig? Jep, siehst du richtig. Hervorragend. Gut. Cool. So, normalerweise müssten wir jetzt wieder Punkte kriegen. Nee, achso, wir verlieren ja und müssen dann halt halten. Hm, verstehe. So, den beordere ich mir doch auch jetzt einfach nochmal aufs Feld, was auch immer Schönes dabei rumkommt. Schauen wir mal. Oh, warum stehen die meine Panzer hier noch rum? Ihr solltet eigentlich schon lange hier sein. Und du solltest hier sein. Du bleibst mit den Truppen hier. Du, da habe ich fast alles abgesichert. So, und ihr beide, ihr könnt mal dahin fahren, dass ihr schnell verfügbar seid, um woanders gebraucht zu werden, wie auch immer. So, also, bis jetzt sieht das eigentlich ganz gut aus, was der Mensch und ich hier machen. Zumindest sehr effektiv. Gerade. Es hat nur wirklich die ersten paar Minuten des Spiels sind tatsächlich entscheidend, wie man seine Einheiten verteilt und bis wohin man vorstößt. Wie auch so häufig in Company of Heroes im Übrigen, das sei mal gesagt an der Stelle. Also für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen, seid euch über eins im Klaren. Dieses Spiel ist sehr, sehr, sehr realistisch gehalten. Also das heißt tatsächlich, ihr solltet immer gut überlegen, mit was für Einheiten ihr gegen den Feind vorgeht. Also es macht keinen Sinn, was weiß ich, nur ausschließlich Panzer, wie man das jetzt bei mir hier eigentlich gerade sehen kann, dazu haben. Die nützen einen, ja, ich will mal fast sagen, gar nichts, wenn man zum Beispiel gegen einen Bataillon Infanterie vorgeht, die Panzerabwehr
Waffen verfügt. Ruckzuck könnt ihr zugucken, wie eure Panzer nach und nach in Schutt und Asche gelegt werden. So, ich verliere wieder Sektoren hinten. Wo kommt der durch? Das kann nur auf der linken Hälfte bei dir sein. Das kann nicht bei der linken Hälfte bei mir sein. Ich habe hier fast alles abgesichert. Also ganz ehrlich, ich verliere schon wieder zwei Sektoren. Ja, ich weiß, ich auch, die ganze Zeit schon. Das Einzige, was ich halte, ist tatsächlich vorne das. Und ich habe vorne so gut wie alles verloren. Top. Hat sich richtig gelohnt. Warum ist denn alles da? Ja, einheitsmäßig. Ach da, ja, ich sehe es gerade. Ja gut, ich produziere jetzt auch ein bisschen Infanterie nach und das Problem ist, dass mein Bevölkerungslimit geht langsam in Richtung... Gut, bei mir auch, durchaus, das stimmt, aber... Genau, also, da müssen wir mal ein bisschen... So, das gehen wir mal dahin und haben wir, können wir das ausbilden im... Ach, wo ist denn das Zelt? Nein, da ist es doch. Nein. Hä? Ist das doof? Ach, hier. Da. Brandgranaten. Oh, das kann man gleich mal machen. Panzerabwehrpaket kann ich auch gleich mal machen. Tja, ich hoffe, dass wir das Ganze jetzt noch schaffen. Was haben wir hier? Oh, 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 oh. Ein sehr stark beschädigter Panzer. Den... Oh, 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 da geht's los bei mir. Kommst du klar da vorne? Geht es oder geht es nicht? Momentan geht's, wenn die sich um den Panzer kümmern würden, weißt du? Die schießen auf alles, aber nicht auf den Panzer. Nicht gut, dass ich meine. Aber ich bin gerade am überlegen, ob das Sinn machen würde, wenn wir einfach bei ihnen in der Base reinfahren würden und ob er dennoch alles ordern kann. Normalerweise nicht, weil wir können ja auch nichts ordern, wenn unsere Base kaputt ist. Im Normalfall nicht, das stimmt. Also ist das doch eigentlich eine ganz sinnvolle Überlegung. Sehe ich das Ganze richtig? Dann werde ich ihn jetzt einfach von hinten hinterfahren mit meiner Flotte. Werde ich dabei unterstützen. Und dann würde ich sagen, sagen wir doch einfach mal gute Nacht, Marie. Panzer Nummer 1, down. Das nenne ich doch mal ein Elefantenrennen. Panzer Nummer 2, down. Panzer Nummer 3, down. Das hat der eigentlich gerade recht schön gesagt. Er sagte, blöder Wichser. Ja. Erster Linie schon mal nicht schlecht, ne? Ja, doch. So. Und jetzt würde ich sagen, dadurch, dass jetzt gleich alles kaputt ist, fahren wir doch einfach mal in seine sofern der überhaupt eine Base hat. Also kann das irgendwie gerade... Weiß nicht, sehe ich das gerade hier noch nicht. Ich lasse ihn jetzt einfach mal nach hinten durchfahren und sage jetzt einfach mal, guckt euch das mal an und dann ist gut. Ah ja. Hoffentlich ist das ein guter Schritt, den ich mir gerade gedacht habe. Und gerade glaube ich nicht mehr daran. Nachdem, dass meine ganzen Panzer hier vorne gerade Schrott sind. Und ich meinen KW-1 verloren habe und meine sämtlichen anderen Panzer verloren habe. Nicht gut. Und ich habe jetzt auch meinen T-34 verloren. Ach nee, er lebt noch. Gerade so. Jetzt können wir nur noch T-70 anfordern. Ja, ist ja schön. Das ist Tag 4. Ich glaube, wenn der jetzt bis... Ich hoffe nicht, dass wir jetzt nochmal bis Sonnenuntergang durchhalten müssen. Bis Sonnenaufgang. Ne, bis Sonnenuntergang steht bei mir noch. Deswegen wundert mich das gerade so ein bisschen.
Das Problem ist, Katjuschas machen jetzt hier auf der Karte relativ wenig Sinn. Was heißt wenig Sinn? Also sie machen... Ja, nee, doch, man kann es so sagen, sie machen kaum Sinn, da wir hier vorrangig gegen Panzer kämpfen müssen. Und diese Panzer augenscheinlich eine geballte Macht haben. Ich bin jetzt gerade mal am Überlegen, dass ich mal meinen Half-Track nach hier oben ziehe, da ich hier oben viel häufiger Infanterie verliere. So, den Rest kann ich ja mal... Das reicht, wenn ich hier ein T-34 stehen habe. Was ist hier los? Ach, das ist dein Panzer. Ach Gott. Ich habe gerade ein bisschen Angst gehabt. Den stelle ich einfach mal hier hin. Was macht denn meine Pack da vorne? Ist die doof? Habe ich ihr das gesagt, dass sie da hinfahren soll? Egal. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich habe keine Ahnung, mit was der teilweise schießt, aber das muss also irgendwie so mächtig sein, dass da direkt fast, ich mache eine, also der ganze Squad fast fällt. Also. Ist schon irgendwie ein bisschen seltsam. Ich rück jetzt mit den beiden auch wieder vor. Und nach da, dann können die beiden mich und der mich meinetwegen auch. Mir fehlt es gerade gnadenlos an Arbeitskraft. Hast du das markiert? Welches? Nein. Was auch immer ich... Nein, ich hab nichts markiert. Oh, dann ist das eine Feuerwalze. Ja, das... Ah, das ist, glaube ich, genau immer diese Artillerie, die da reinschlägt und die Panzer und Infanterie in dem Sektor dann auch fast auseinander nimmt. Kriegst du den Sektor da vorne wieder oder brauchst du da Support? Den kriege ich wieder, das ist kein Ding. Ich brauche Rekruten-Infanterietrupp. Sag mal, das ist doch das Eisenbahngeschütz, hör mal. Das ist definitiv das Eisenbahngeschütz, was da immer reinfeuert. Was er von außerhalb der Karte ordern kann. Weißt du, was ich meine? Das kann schon sein. Der hat sogar einen KW-1 von uns geklaut. Ja, das ist meiner, den ich leider Gottes vorne verloren habe. Ungünstigerweise. So, wie ich es nicht wollte. Aber gut. 170 kann... Ich brauche Arbeitskraft. Das ist, gerade ein bisschen dolle immens. Ich brauche Arbeitskraft und das zwar ganz schnell. Wo laufen die denn hin? Achso, die Truppe habe ich verloren. Ist gut, und jetzt habe ich auch meinen T-34 verloren. Ach, Hotch, es wäre aber auch ganz nett, wenn du mir vielleicht mal sagst, dass du den in der Mitte völligen Beschuss von sich gibt. Das wäre ganz toll. Was? Wenn er was in der Mitte macht? Ja, er hat in der Mitte komplett Beschuss gemacht, also das heißt... Das habe ich nicht gemerkt, sorry. Dadurch habe ich meinen T-34 jetzt verloren. Oh, das ist... Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Thank you.
Oh. Der ist ein bisschen dolle dreist. Nimmt der vor meinen Augen, direkt vor meinem Panzer, das Geschütz ein. Ist schon gerade ein bisschen dolle dreist, fand ich. Das ist nun mal so. Ey, guck mal ein Stück, verlassener. Ich wäre glücklich darüber, wenn ich die rechte Flanke gleich wieder kriege. Euch kann ich jetzt mal hier brauchen. Ihr könnt mal langsam vorstoßen, bis das soweit ist. Meine ganzen Einheiten. Ne, obwohl, warte mal, ihr repariert jetzt erstmal. Also, was wir hier jetzt gerade an Einheiten zur Reparatur drinnen stehen haben, ist ein bisschen dolle brutal. Alles will repariert werden hier in der Mitte. Oh, 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 oh. So, Panzerfriedhof. Ja, aber sowas von. Und wir stehen hier gerade alle ein bisschen blockiert. Die Herausforderung habe ich gerade bekommen. Ja, das ist ja alles sehr schön hier. Ja, wir haben gewonnen. Yay. Also, ja, das war die Mission. Die war ganz schön hadrig.